Hallo Leute, hier ist wieder euer Ello2Play. Donnerstagabend, 18 Uhr und wir spielen Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2. Ja? Vermutlich kam gestern kein Video bei euch, aber ich habe einfach im Moment leider Zeitprobleme. Deswegen nehme ich auch jetzt im Voraus auf, weil ich übers Wochenende weg bin. Und ja, deswegen nehme ich jetzt ganz viele Folgen am Stück auf. Und was zur Hölle war das für ein Geräusch? Ach du Kacke. Das gefällt mir gar nicht. Was ist los? Spürst du es denn nicht? Hier geht bald etwas ganz gewaltig in die Hose. Woher wisst ihr das? Man überlebt im Rim nicht so lange wie ich, wenn man nicht spürt, wenn es Ärger gibt. Ist das die Intuition eines Feiglings? Okay, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Vertrau mir. Wenn es darum geht, am Leben zu bleiben, irre ich mich nur selten. Etten spürt Dinge, die ihm gefährlich werden könnten. Wenn er ein schlechtes Gefühl hat, solltest du das Spiel also speichern. Aha. Okay. Ja, aber hier ist ja nichts Besonderes im Gang, deswegen gehen wir einfach weiter, ne? Lala. Was zur Hölle? Ach du Kacke. Ich kümmere mich um ihn. Ich kann auf mich aufpassen. Wo hat der Schwert her? Ich will auch das Schwert haben. Er kann nichts töten, was er nicht sieht. Die Macht hat ihn vor langem schon geblendet. Lauft, ich komme nach. Ach du Scheiße, also der Cray alleine lassen, das ist aber nicht nett. Egal, wir machen es einfach. Hä? Achso, ich bin in die falsche Richtung gerannt. Ah, Intelligenz for the win. Misserfolg nochmal. Ah, geil. Tür geöffnet. Noch ein Kampfanzug. Ein Spind. Ja. Warum kann ich das nicht aufmachen? Eine zweite Vibro-Klinge, hammergeil. Endlich haben wir eine zweite Waffe. Nice. War nicht noch irgendwie was? Was kann die Konsole so? Ich denke mal, ich setze ein Teil ein. Yay, Tür ist geöffnet. Wo auch immer diese Tür ist. So. Mal sagen, da latschen wir hin. War das die Tür? Keine Ahnung, war ich nicht. Vermutlich nicht. Ba-ba-da-bam. Computersonden und eine Werkbank. Aber die brauchen wir nicht. Im Moment zumindest. Ah, hier, die haben wir gerade geöffnet. Hammer geil. Laufen wir jetzt hier lang. Was zur Hölle? Wo sind wir hier bitte? Mein Gott, das Kacke aus hier. Noch eine Konsole. Die nächste Tür ist offen. Abmelden. Erfahrung erhalten. Soll das ein Witz sein? Wir gehen doch nicht durch die Treibstoffleitung zurück in die Anlage. Das ist verrückt! Nur so können wir die verrückte Tür umgehen und kommen in den Hangar zu Eben Hawk. Okay. Aber ich weiß, dass ich das bereuen werde.
Ich spüre euch, Meisterin. Schwach, weit entfernt. Deine Sinne täuschen dich, so wie du mich getäuscht hast. Nach allem, was geschehen ist, seid ihr am Leben. Ihr seid schwer zu töten. Für jemanden wie dich vielleicht. Du bist so tief gefallen und hast doch nichts gelernt. Das ist dein größtes Vergehen. Ihr habt versagt. Eure Einflüsterungen geistern nicht mehr durch meinen Schädel. Ich leide nicht mehr unter Lehren, die uns schwächen. Und nun sucht ihr die Jedi. Sie sind alle tot, bis auf einen. Und ein gefallener Jedi allein kann die nahende Dunkelheit nicht aufhalten. Vielleicht. Wir werden sehen. Was macht die das, die... Lol. Zur Hölle. Was ist? Bist du okay? Verdammt, halt durch! Es ist nicht mehr weit! Lass mich jetzt nicht hängen! Was war denn los? Meine Hand, als wäre sie in geschmolzenes Carbonit getaucht worden. Du siehst blendend aus. Los, wir müssen weiter. Ja, vielen Dank. Ah, da ist der Astro. Ein Astromech-Droide. Wurde wohl von einer Ionenladung getroffen. Kannst du dich bewegen, T3? Dann los. T3 hat sich einer Gruppe angeschlossen. Er kann auf Wunsch Programmiersonden erstellen und Objekte upgraden. Aha. Versteckt das Lager, was zur Hölle? Da sind Droiden. Hier ist ein defekter Droide, so wie es aussieht. So, dann gibt's doch die Fresse, würde ich sagen. Ich mach dich fertig! Das war aber kein schwieriger Kampf. Irgendwas. Noch irgendwas. Unwichtig. Und schon der nächste Tod. Oh, eine Mine. Und Schärfen. Nochmal Droiden und so ein Stück Scheiße. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Ich hab noch mehr davon im Angebot. Das ist schön, Etten. Das ist schön. Das freut mich für dich. Ja! Gut. Dann hätten wir hier alles bereinigt. Und mal gucken, was hinter der Tür hier ist. Eine Mine, natürlich. Und was hinter der Tür hier? Naja, Droiden. Auch klar. Irgendwie. Mein Gott, schon tot. Real Life Noob. So. Weiter geht's. Wie es aussieht, müssen wir oben lang. Hammergeil. Kann das hier... Aha. Jetzt habe ich irgendwas ausgemacht. Na, egal. Na, hier das Teil habe ich ausgemacht. Da sind die Droiden wieder. Die können eh nix.
Ich habe noch mehr davon im Angebot. Mein Gott, sind die schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Ein Energieschild. Eine Konsole. War nichts anderes. Kann mir kein Tür öffnen oder so was. Gut, dann gehen wir mal da lang. Ich höre schon, was jetzt mit Kraya passiert ist, denn. Weiß jetzt nicht, ist jetzt tot oder was? Ich hab keine Ahnung. Credits. Oh nö, nicht schon mehr. Nicht schon wieder Druiden. Mein Gott, ey. Oh, die machen aber ein bisschen mehr Schaden als die anderen irgendwie. Aber haben genauso wenig Leben. Und da ist er, die Ebenhawk. Hammer geil. Da wollen wir hin, meine Freunde. Und hier waren wir doch schon mal mit dem Astromech-Druiden. Fett ist er fett gegen die Mauer. Diese Tür ist magnetisch verriegelt. Das gibt's doch nicht. Das Schiff ist da draußen und wir kommen nicht ran. Was? Die Konsole? Hä? Was sagt der Mülleimer? Er sagt, er könnte die Tür zum Hangar öffnen, wenn er Zugriff zum Terminal auf der Plattform hätte. Wieso? Verstehst du, was er sagt? Ich habe vor langer Zeit mit Wartungsdroiden gearbeitet. Okay. Wenn er die Tür mithilfe des Terminals da oben öffnen kann, werde ich ihn nicht davon abhalten. Okay. Muss ich jetzt den spielen dafür, oder? Perfekt. War da dann eben automatisch ein Levelaufstieg. Und da kommt schon ein nächster Kollege hier. Der übrigens sterben möchte. Ja, ist der. Naja, der ist auch nicht freundlich gesinnt. Ah, viele hier. Muss ich sagen. Hardcore. Alle tot. Oh, Edna, was machst du? So, dein One-Hit-Hit, sagst du? Ich hab noch mehr davon im Angebot. Gebühm. Nice. Boah, ganz ehrlich. Ich glaube, es noch so unten ist. Ja, hier. Warum kann ich die geilen... Dann lauf in die Minen rein, Minion. Ganz ehrlich. Ja, die machen eh kaum Schaden. Ich klären wir die Sache. Was hat er da gerade gesagt? Scheiße. Ja, ja, ja. Was, warum kriege ich eine Geschicklichkeit minus 1? Was ist euer Problem? Fähigkeiten. Einen neuen Punkt. Tue ich in reparieren. Nee, oder? Eher in Sicherheit. Talente. Wie viele kriegt das denn? Level 8.
Geil, verbesserte Unruhe. Machen wir, ne? Ja, machen wir. Kräfte. Boah, nee, Ach ja, Ruinen deaktivieren. Hammer nice. Oh komm, jetzt will ich mal sehen, hier verbesserte Unruhe. Aufs Mal. Boah, nice. Ja. Und ich würde mal sagen, hier vor dieser geilen Konsole verabschieden wir uns für heute und bis morgen, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic 2.